Die Schwierigkeit, ich sage euch immer wieder, das ist die Auffassungsgabe, die Geschwindigkeit. Versucht die Geschwindigkeit des Denkens. Für diejenigen, die den Film Inception schon mal gesehen haben, das Beispiel habe ich im letzten Fliegenstallvortrag gebracht, dass du, je nachdem, wie sehr du in den Traum versunken bist, dehnt sich in dir das Zeitempfinden. Das heißt, wenn du jetzt den Film anschaust, gehen dir von einem Traum in einen Traum, in einen Traum, in einen Traum immer tiefer runter und jede Stufe, wo du weiter runter siehst, dehnt sich die Zeit. Was hier das Entscheidende ist beim Film, das habe ich, wie gesagt, letzten Fliegenstallvortrag, dass du als Zuschauer jetzt, wenn du den Film machst, kann man das ja nicht realisieren, weil wenn ich jetzt sage, jetzt haben wir Realzeit, was auch immer real ist, und ich gehe jetzt runter und es dehnt sich die Zeit, müsste im selben Moment das so sein, wie wenn du den Film langsamer laufen lässt und dann müsste auch die Stimme langsamer werden. Diesbezüglich ist, wenn diese Ebenen gewechselt werden, hast du natürlich als Zuschauer immer beim Sprechen dieselbe Empfindung von Realzeit. Du musst es bloß, wenn du diese Spuren untereinander legst, sind die praktisch mehr oder weniger gespreizt, zeitlich gespreizt. Kann man für einen, der nur in einer gewissen Geschwindigkeit denken kann, nicht nachstellen. Was für mich das Problem ist, ihr merkt, wenn ihr genau aufpasst, das Video, dass ich extrem schnell denke und ich habe zum Beispiel einen Gedanken, ich sage, heute Morgen jetzt gedacht zum Toni, ich sitze da und so ein Mensch, das erzähle ich denn nicht dann, jetzt. Und ihr merkt oft, wenn ihr genau die Physiognomie von dem Udo anschaut, dass ich immer wieder sage, Fragezeichen. Ich Fragezeichen, nicht, dass ich nichts weiß, sondern wie sage ich es Ihnen? Weil was ich jetzt meinte, ist auch schön. Das quizmäßig ist es so, wie wenn es zwei, drei Sätze wären. Dass ich feststelle, es würde bei eurer Auffassungsgabe mindestens anderthalb, zwei Tage brauchen, dass das begreift. Und darum winke ich dann einfach ab, ich lasse es. Ich habe heute Morgen so schöne Sachen für euch im Kopf gehabt, wo ich sage, das erzähle ich Ihnen, das erzähle ich Ihnen. Und ich merke, es macht keinen Sinn. Wir werden heute so ein bisschen anders angehen. Das Erste, was ich nochmal sage, versucht euch nichts zu merken, das hindert euch. Schaltet jegliches Form von Vergleichen ab, hört einfach zu. Das ist das Spiel von den Ohrenbarungen. Wir gehen einen Gedankenspaziergang und ihr versucht mir einfach zu folgen. Das heißt, ihr geht diesen Gedankenspaziergang mit und versucht möglichst eure Wertungen abzuschalten. Das müsst ihr euch aber zuerst einmal bewusst machen, wie sehr ihr weiterdenkt. Das ist dieses Beispiel, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Da geht es nicht um diesen Joke, sondern um dieses eigenartige Gefühl, wenn man das erste Mal hört, sagt man, das ist unmöglich. Das ist das Erste, was in dir auftaucht. Und man hört eigentlich nicht richtig zu. Ich habe dann gesagt, wenn ich sage, zeichne eine Vase mit drei Blumen, nachher zeichnest du die Vase und die drei Blumen, ich sage, zeichne ein Quadrat mit drei Strichen. Und jetzt zum Beispiel ist ein Gedanke da schon mit dem Quadrat. Wir gehen da noch drauf ein, das Qua, Kof, Waff, Kof, beziehungsweise Kof, UB, also 186. Ausgeschrieben ist der Name des hebräischen Zeichen für 100. Das ist das 19. Zeichen, das ist eine göttliche Spiegelung. 1,9 oder eine intellektuelle 10,9, eine intellektuelle Spiegelung, wie du das 19 lesen willst. Und das ist das hier, das ist eine Affinität, die sich aufspannt. Und jetzt ist natürlich, dass die Kof-U-Quantenmechanik, das werden wir vielleicht, wenn es reinpasst, hier uns etwas genauer anschauen, aber es ist definitiv so, eine doppelt aufgespannt, ein W, aufgespannt, aufgespannt, ist ein doppeltes U, ist eine W-Elle und es ist eine Kof-Waff-Elle, Quelle. Was ist die Quelle der Welle? Ihr merkt, ich habe schon gesagt, der Rand, der Sand, das Land, ist immer, wir tauschen nur den ersten Buchstaben aus und es hängt zusammen, wenn man das Prinzip versteht. Die Kreation, Creatio, heißt das dann mal die Wahl. W-A-H-L. Das, was du auswählst, W-A-H, was du berechnest, wird für dich wahr. Doppelt aufgespannte Schöpfung, die du wahrnimmst, ist deine Berechnung. Und das ist eigentlich dein W-A-H-Wahn. Ich tausche nur das Text, das ist das Existierende, das durch deine Berechnung, durch deine Auswahl von unendlich möglichen Perspektiven und Sichtweisen in Erscheinung tritt. Ein simples Prinzip. Und wenn man Offenbarungen studiert, wird dir das über das ganze Werk, auch in den Selbstgesprächen, sehr, sehr präzise erklärt, spielerisch, wenn man neugierig ist. Und die sind ja aufgebaut als Selbstgespräche. Man merkt es also gerade dann auch die Oberschriften ab dem ersten Selbstgespräch. Wenn man kurz reinbaut, das Du bist ich ist ja noch, ich bin ein Buch. Wen hörst du jetzt zu?
Pass mal genau, wenn du jetzt liest, das ist der Aufbau von Ich bin du. Du hast jetzt ein Buch in der Hand, du schaust die Buchstaben an und plötzlich fängt in dir wer zum Sprechen an. Wer ist das? Es ist doch deine Stimme, der du zuhörst. Das ist Ich bin du. Und dann im Selbstgespräch gehe ich von diesem Gespräch zwischen Leser und Buch, wo das Buch dann sagt, ich werde jetzt in dir Gedanken auslösen, die du von dir aus nie denken würdest, wenn du mich nicht hättest. Ich bin das Buch der Bücher. Ich bin nicht nur das Buch, sondern auch keine Bibliothek, kein Bücherregal, sondern eine Bibliothek, nicht einmal eine Bibliothek, die Bibliothek aller Bibliotheken. Das fällt sich dann immer mehr, es entfaltet sich immer mehr in dir. Und es ist jede Kleinigkeit, schaut, wenn dir genau aufpasst, wir haben hier den Standard von unserem Bimeer. Und da haben wir jetzt das erste Mal, wenn ich jetzt hinschaue, als alter Elektronik-Fuzzi, Wechselspannung erweckt. AC ist nämlich in der Physik der Begriff, das erste Mal für Wechselspannung. Und die Wechselspannung IR ist sofort automatisch, ist erwecken, wenn wir es hebraisieren. Explore, naja, und jetzt fangen wir doch mal einfach an, Stück für Stück. Und wir lassen uns jetzt treiben. Ich springe jetzt vom Hundertste ins Tausendste. Lassen wir uns einfach mal treiben, wo es uns hintreibt. Jetzt muss ich da einen Beamer anmachen, weil das Standbild ist praktisch. Aber es ist schon schwer, dass das klappt. Das ist jetzt die Klachtum. In der Regel gehe ich mal davon aus, dass die nicht so förmlich sind, wenn jetzt das Lachen war wegen dem Bild. Wenn man im Englischen nicht ist, das ist jenseits der Grenzen der Forschung, das machen wir mit Holofeeling. Das ist diese Transzendent. Jetzt ist natürlich schon, nur das Wort, was jetzt hochkommt, müssen wir jetzt das genauer anschauen. Die Transzendentalphilosophie. Die müsste laufen. Moment. Jawohl. Jetzt ist natürlich, jetzt, das ist ja bei Weitem noch nicht alles, wenn ich jetzt das habe. Ich habe schon gesagt, das Acer, jetzt schauen wir uns einfach mal das Acer in Kleinigkeiten, dann gehen wir einfach mal in ein Wörterbuch. Jetzt hast du hier schon, schau, ich habe oben Acer eingegeben, Paleo, das ist einmal so Kurzformen, hervorragend, denk an den Wellenberg, an das Wellental, spitzenmäßig der Wechsel, in Zusammensetzung der Wechselstrom, AC, DC. Das ist jetzt das erste Mal in den anderen, wenn du in normale Wörterbücher gehst, steht da bloß Ahorn. Das ist das Einhorn. Das ist die Egge, genau genommen nur so. Ich strecke eine Egge. Ich mache das ja nur immer mit zwei, genau genommen ist das These, Antithese und die Synthese. Der Denker, der sich These und Antithese ausdenkt, das ist die Egge. Das ist nur eine Kante. Und dann haben wir den Einzelspiegel. Und das ist der klassische Aufbau, wenn ich immer sage, da müssen wir extra, wenn man das erklären will, müssen wir nur ein Thema haben, dass wir da nicht abweichen, sondern nur über dieses Thema sprechen, wobei so viele sind, die sich das selber durch mich in sich selber erzählen ließen, indem sie es erforscht haben und dann fällt die eins nach dem anderen ein. Das sind jetzt die Spiegel vom Loder sind sehr grob, das ist eine schöne Spielerei, wo sich das spiegelt, aber das Prinzip kann man ganz, ganz schwer erkennen, um was mir geht. Das heißt, darum sage ich immer wieder, wir machen zuerst zwei Spiegel. Du kannst ganz einfach zwei Spiegel, Spiegel hüben, Spiegel drüben und dazwischen ruht im Trüben ein Kristall, das Erdenwesen. Kristall. Das führt uns dann zu den QRST, den letzten 400er Buchstaben, der QSD-Komplex. Jetzt habe ich schon wieder im Kopf, jetzt könnte ich gleich reinspringen, weil jetzt fiesel ich schon wieder aus. Das ist bei mir ein Gedanke und wenn ich jetzt in den Gedanken reingehe, dann müssen wir einen Haufen Worte machen, weil ich jetzt so tief Traum in Traum in Traum in Traum in Traum, bis ich auf deiner Ebene bin. So tief über den Jordan gegangen bin, so tief hinabgestiegen bin. Jetzt machen wir das aber trotzdem, weil wir uns ja treiben lassen wollen. Das Eckloch, ich bin jetzt da mal reingefahren und da kriegst du jetzt hier schon
wenn wir uns das mal uns das anschauen, wir haben die letzten vier Buchstaben, das ist das Kof, das Resch, jetzt das Shin, Sin und das Daf. Und das ist, wenn man das spricht, Christ. Anfang und Ende, Alpha und Omega. Kannst du zusammenzählen, 100, 200, 300, 400, Sin? Das ist das Aleph, Elef, Anfang und Ende. Das ist derselbe Buchstabe. Und jetzt ist das Ganze, geht jetzt erst einmal ums Herz. Jetzt haben wir natürlich, weiß man, HRS, wenn wir das jetzt hebraisiert schreiben. Da haben wir übrigens schon das Eschen. Schaut, es ist jetzt gleich ein Sprung. Ich müsste einfach, folgt den Gedankengang. Wir haben hier nämlich im Englischen Acer, ist ein Eschen, Eschen, blätterlicher Ahorn. Wenn ich jetzt das anschaue, ist Eschen nun, Eschen, ist der Dampf. Der Rauch, Rauch kann ich auch, Ruach, was mich umhüllt. Was hat der Udo immer? Seine Ezi. Energie ist die Geburt Gottes. Oder die Geburt eines Intellekts. Ezi, Gar. Gr ist ein Reisender, der in der Fremde übernachtet, momentan in deinem Traum. Wie war das dann noch? Da wollen wir dann übrigens weitermachen. Der weiße Kristallmagier. Da hat man ja hier den roten Himmelswanderer. Gestern habe ich vorweg, gestern. Ich habe euch nicht gesagt hier. Gestern habe ich gesagt, heute ist morgen gestern. Jetzt ist aber heute, es ist immer heute. Jeder Moment, den du wahrnimmst, nimmst du heute wahr und genau genommen entspannst du jetzt schon wieder vom Aufstehen bis zum Einschlafen, da bin ich aufgewacht und da schlafe ich ein. Nee, das passiert im Jetzt, das ist Evolution. Und jetzt wollen wir dann hier das dann noch anschauen, da habe ich nur kurz reingelesen mit der Noosphäre. Schau, und jetzt hänge ich schon wieder fest, weil wir doch eigentlich hier immer noch bei dem Eschen zuerst waren, Eschen, der Dampf, das hüllt dich ein, der Schwellenbrand, ein Nebel glimmend, GL, meine Welle, GLI. GL ist die Welle, I am Ende heißt mein, meine Welle ist MM, End. Siehst du das? End. Mach mal halt einfach E, End. Was macht diese Welle? Das ist Anlegen von Schmuck. Ich hülle mich ein. Meine Information ist mehr oder weniger mein Körper, ist mein ständig wechselnder Traum. Das ist der Stoffwechsel. Metabolismus. Jetzt können wir das. Jedes Wort, egal wo wir reinspringen, wirst du mit Holofeeling komplett die Bedienungsanleitung dazu haben, wenn du einmal dieses Prinzip verstanden hast. Also wir haben jetzt hier unsere Vorhofhypertrophie. Die Vorhöfe werden gleichmäßig und annähernd radial. Was ist ein Vorhof? Das ist natürlich jetzt auch immer wieder so eine Sache. V, Bibola aufgespannt, Bibola erweckt. Das ist einmal der Wellenberg und der Wellental, diese Hüllkurven, wo du hast. Das heißt, die Arbeitsmuskulatur erregt ohne spezifisches Reiz, ein Spiegelgeburtleitungssystem, wie ein Herzklammer flimmern und es ist Herz, RS. Ist einmal die Erde. Das ist nicht richtig, genau, wenn man es genau nimmt. Das ist also hier steht zwar so. Und dann stimmt es doch wieder ERD. RD heißt Jordan kurz vorm Hinabsteigen. Bo heißt in ihm, ist eine geöffnete Existenz. Er erweckt, DE 74 ist Wissen, das erweckte Wissen. Gebiet, der Geist ist das Haus, Biet oder in mir ist Zeit. Könnt ihr folgen, wenn ihr folgen könnt? BIT, die Buchstaben, wenn wir eingeben, heißt das Haus. Das E ist normalerweise Biet, ist eine Aussprache. Bet, sprechen die das aus? Englisch I. Ist E, E ist I. Okay, da steht auch, der Geist ist ein Haus und in mir ist die Zeit, die augenblicklichen Erscheinungen. Jetzt, wenn ich hier nur dieses Wort mache, habe ich kein Problem. Wie war das in den Ohrenbohrungen? Mein Menschensohn macht aus jedem Wort ein 400-Seiten-Buch und wenn dir die Gedankengänge mitgeht, wenn ihr das Prinzip der Vordersprache verstanden habt, werdet ihr feststellen, dass durch dieses Entfalten, das Iterieren, darum sage ich, die Dora, jedes Wort ist gezippt, extrem komprimiert, entfaltet sich über Deutsch-Hebräisch. Eine komplette Geschichte. Du bleibst immer im Kontext. Und du wirst dann merken, das funktioniert mit allen Sprachen der Welt. Gut. Jetzt ist natürlich das A, jetzt ist natürlich dann noch weiter, weil das Aleph im Hebräischen als Vorsilbe gewesen ein Imperfekt ist. Das heißt, ich werde zu einer rationalen, zu einer berechneten Geburt, das heißt, ich werde auf Erden herumlaufen. Jetzt beides. RZ habe ich nur eine berechnete Geburt. Unser blau gelesenes RZ.
Wenn wir RZ eingeben, in Gematria Explorer, dann ist es das Laufen des Rennens. Das ist natürlich jetzt in dem Moment, wo du rumrennst, kriegst du in deinem Geist, Ruch heißt Geist und Wind, jetzt geht der Wind in deinem Kopf los, dein Geist, Johannesevangelium, solange du glaubst, du wurdest von einer Frau geboren, lebst du in einer Welt ständiger Verwesung, erst wenn du begreifst, dass du aus Geist und Wasser entspringst, und jetzt ist interessant, dann kommt dieser schöne Vers, der Wind weht, du weißt nicht, wo er herkommt und wo er hingeht. Und ihr wisst es jetzt, er kommt aus dir, der Geist, und er fällt wieder in dich rein. Das ist rot-blau, rot-blau, rot-blau. Und wenn du eins drüber bist, ist rot-blau, wir nehmen nochmal die rote und die blaue Pille, weil der Denker und das Ausgedachte. Wir sind jetzt das Lila. Wir sind Lila, Sanskrit ist das Spiel. Ich könnte übrigens alles, was ich jetzt mache, auch in Sanskrit machen, bloß mir springen die Sanskrit-Wörterbücher. Dann wird es noch genauer, weil dann haben wir nicht so blöde 22, sondern 49 Buchstaben, die noch wesentlich mehr auflösen. Und jetzt sagst du dann, boah, ich begreife das ja nie, verdammt nochmal, versteh doch, du weißt es doch schon alles. Ich meine das wirklich ernst. Weil der, was dir der Udo erzählt, der kann dir das doch bloß erzählen, weil du dir den jetzt ausdenkst. Das ist es irre. Es ist, ich bin nach wie vor dabei, dir zu erklären, dass es mich nicht gibt, wenn du mich nicht ausdenkst. Und dann doch. Das ist der Unterschied zwischen Blauen, zwischen den Fub, der vollkommen unwichtigen Person, die du jetzt zuhörst. Du hörst nicht dieser Persona, dieser Maske zu. Personare heißt hindurchdöhnen. In dir durch diese Maske spricht jetzt eigentlich dein höheres Selbst. Ich bin du. Das Wissen, das ich dir vermittle, ist dein Wissen, das du vergessen hast. Und den Preis, den hast du freiwillig bezahlt, um deinen momentanen Charakter, das momentane Leben zu durchleben. Erfahrungen zu machen. Du kannst dich in unendlich vielen Formen entfalten, und das, was hier dein momentaner materialistischer Intellekt hergibt, ist ein Nichts. Das Beispiel in einer der Ohrenbarungen, wo ich sage, stell dir vor, du vergleichst dich jetzt mit einer Ameise. Ohne Arroganz kannst du sagen, du bist rein körperlich tausendmal mehr wie diese Ameise. Vor allem bei ihm hinten, das ist ein richtiges Bärchen. Und auch ohne Arroganz kannst du sagen, was den Geist, jetzt Geist ist gleich Intellekt anbelangt, bist du genauso viel, viel mehr wie die Ameise. Aber was nützt dir das, wenn ich dich jetzt verkleine und ich schicke dich in einen Ameisenbau rein? Erzähl das einmal den Ameisen. So, jetzt wisst ihr, was ich zurzeit für ein Problem habe. Und das Wissen, das kannst du in dir freischalten, das kriegst du von mir geschenkt, aber das ist jetzt wieder die andere Seite. Es wird dir auf der Welt insoweit nichts nützen, weil du wirst es nicht bekommen, wenn du meinst, du musst damit Geld verdienen. Dann hast du nämlich von dem alten Wertesystem nicht losgelassen, dass du meinst, du müsst dich als Mensch groß machen, besser machen wie andere, Kohle damit verdienen. Wird es immer ein Rätsel für dich bleiben? Das sind dann die ganzen Schwätzer, die dir hier Master Key System, wenn man den letzten Fiegenstall vor, die ganze Esoterik, die sind mit den Chakren und die Ebenen und die Kundalini. Und alles, was die dir schwätzen, sind Rezitiermaschinen, das haben sie gelesen. Nimmst du ihnen das jetzt zeitlich ausgedachte Wissen weg, das sie sich angelesen haben, ist nichts mehr da. Es ist bei allen weltlichen Professoren nicht anders. Was dir der Geschichtsprofessor erzählt, ist das, was er nachplappert. Und da kannst du ganz klar, wenn du ein größeres Zeitfenster in einer jetzt ausgedachten Welt anschaust, kannst du ganz klar feststellen, dass zu allen Zeiten an Universitäten die was anderes nachgeplappert haben. Das ist dieser Aphorismus, was ist mein Wissen? Wenn eine intensiv seit Jahren Ohrenbarungen und Updates studieren, die wissen dann sofort, wo ich jetzt drin bin. Hat der Redo mal ganz genau nochmal aufgegriffen, was ist mein Wissen? Was sind meine Wahrheiten? Es ist das Wissen und die Wahrheiten meiner Lehrer und meiner Erzieher. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Wenn man das aber in Gedichtform als Aphorismus sehen will, auch wunderschön zu lesen, das Requiem. Nicht viel aufgefächert. Dieses Selbstgespräch ist so tiefe Weisheit. Ist alles Weisheit. Ihr werdet keine größere Weisheit finden, wie diese Selbstgespräche, weil das wirklich aus einer Quelle kommt, die euch ein komplett anderes, ein neues Weltbild vermittelt. Und immer wieder keine Angst, es ist keine Bedingung, ich drohe nicht, wenn du das nicht lernst, fliegst du durch die Prüfung.
Das ist, wir haben so viel Zeit, du wiederholst den kleinen Moment und das auch mit dem Dach, wo sich Klaus aufgehängt hat beim letzten Fliegenstall, Karma-Problem. Wenn ich das ja vergesse, dann habe ich ja keinen Lernprozess. Ich sage, du siehst es immer, ich. Du musst dieses Ich ist Ego. Du musst der Zuschauer werden von dem Ego, umso mehr dir bewusst wird, wie dein Ego funktioniert. Das ist ein Feuerwerk, du wirst so viel Spaß mit dir haben, wenn du es nicht mehr verändern willst, sondern wenn das, was du ein Leben lang zu sein geglaubt hast, zu einem Objekt wird, das du beobachtest wie ein Tier, mein Tierchen gucken, Tierforscher, der ist auf einer anderen Ebene. Die Tiere kriegen den gar nicht mit. Und der will die Tiere nicht verändern, die Geschöpfe. Ein Roman, wenn ich einen Roman lese, wenn ich ein Märchen lese, ich will in keinster Weise irgendeinen dieser Charaktere verändern, dieser Protagonisten. Ich will rauskriegen, wie funktionieren die, wie interagieren die. Ich bin auch nicht in irgendeiner Form dafür oder dagegen. Das ist so, wenn du jetzt sitzt, beobachte dich, wenn im Fernsehen, jetzt rede ich wieder normal, wenn im Fernsehen eine Diskussion läuft. Du musst jetzt über dir stehen, dann hast du einen Reizauslöser, diese Diskussion, dasse. Du hast dich und du wirst jetzt, wenn du dich beobachtest, wird dir als Bewusstsein, als Geist bewusst, wie sehr du reagierst, dass wenn manche was sagen, klatschst du innerlich Beifall und wenn andere den Mund aufmachen, kriegst du so einen Hals. Und jetzt, es geht nicht darum, dieses Programm zu verändern. Ich schaue mir an, was da ist. Ich sehe die Tasse. Ich sehe Deppen um die Tasse rumhängen, die streiten, ob der Henkel rechts oder links ist. Ich sehe mich jetzt als Beobachter der Tasse, aber ein Beobachter mit Wertesystem. Das heißt, wir haben einmal die Ebene der Leinwand, jetzt musst du dir das nur dreidimensional vorstellen. Wenn ich im Kino, denke an Kino, eine Leinwand, ein 3D-Film, das ist das, was hier ist. Dann die Zuschauer. Das ist die Sache hier mit den Programmen. 50 Mann, 50 verschiedene Werte- und Interpretationsprogramme. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass diese Programme als Charaktere symbolisch um einen Tisch rum sitzen, dir das hier anschauen. Jeder dieser Perspektiven, da bist du dann nur als Zuschauer eine davon, zwangsläufig wirst du bloß diese Perspektive einnehmen. Und der das beobachtet, das ist die Lampe im Projektor, die nicht flackert, der bleibt immer gleich. Der ist auch die Quelle für all die anderen. Ich weiß ja nicht, ob ich es euch schon mal gesagt habe, ich bin ein Weltmeister in Gleichnissen und in Märchengeschichten. Ich habe aber sehr, sehr lange Erfahrung, das immer mehr auszumachen und jetzt habe ich viel mehr Möglichkeiten. Dazu musste ich zuerst einmal hier das Computerzeug ins Spiel bringen, in unsere Entwicklung. Also jetzt haben wir hier unser Ratz, das ist ein Bruchstück, Beruch. Und das ist immer, jedes Bruchstück ist immer nur eine kleine Facette. Schau, jetzt ist hier unten nochmal GG, unser Gag immer. Silber, ein Silberstück, Kesof. Ist das hebräische Wort für Silber, heißt wie eine Schinnwelle, wie eine Schwelle. Was übrigens hier noch interessant ist, das alle vorher, ich werde praktisch laufen, ich werde herumrennen. Jetzt ist nicht das Reh, haben wir schon wieder lateinisch gelesen, das Zurückkehren von NN, diese zwei Existenzen, Wellenberg und Wellental, die jetzt existieren, aus uns heraustreten, die kehren jetzt wieder Reh, NN. Rehn ist übrigens die Niere, nicht Frau Barbara, Frau Dr. Barbara Rehn. Die alten Nieren, ein ständiges Unreinigungsprozess. Jetzt können wir natürlich hier im Klassischen, in der Kabbala gibt es dann den schönen Begriff, oder im Judentum im Allgemeinen, das Razon. Das heißt, diese berechnete Geburt wird zu einer aufgespannten Existenz. Sagt ihr das noch was? Das ist der Wunsch und der Wille, das ist das Allgemeine. Das treibt dich an, du rennst von einem Event zum anderen, du willst dahin, du willst in Urlaub, das ist es, dein Wunsch, dein Wille treibt dich rum. Kann man natürlich auch negativ, jetzt spiegeln wir das Ganze, wenn du davonläufst. Das ist auch ein Herumrennen. Stimmt oder stimmt? So, jetzt machen wir uns mal da weiter. Der ist er, den können wir wegmachen. Wir waren bei unserer Elektro, die Vorhof. Und wir können jetzt ganz, Moment mal, die T-Zacke. Jetzt haben wir hier die B-Dextro. Das ist praktisch mehr oder weniger das Rechte. Müsste eigentlich vielleicht, wie funktioniert es, dass ich euch das einmal zeigen kann. Da ist ja rechts.
Das ist übrigens die Adriade. Der Schöpfer ist Tri. Das ist unsere Ecke. Die Schöpfung von Dri, von Tri. Tri ist 3. Wenn wir das hebraisieren, was kriegen wir dann? Tr ist zuerst einmal eine Reihe. Die erscheinende Berechnung, das ist eine Reihe, eine Spiegelwahrnehmung. Das ist der Schmuck, wie war das nochmal hier, der Schmuck, das Gehänge, das Umhüllen. Okay, das Ende, das du dich umhüllst, wenn du das Zentrum im Spiegel bist in einem Spiegeltetraeder, dann sind die Spiegel um dich herum nur gespiegelte Wahrnehmungen, Reihe. Und wenn wir da ihn dran machen, das wird jetzt vielleicht drin sein oder nicht, das heißt ja meine. Das ist jetzt übrigens eine Kurzform von 2, aber ich habe hier meine Reihe. Meine Spiegel, meine wahrgenommenen Spiegel, weil die eigentlichen Spiegel sehe ich nicht. Das ist nämlich der Rei als Spiegel, ist der Kopf des Schöpfergottes. Der Kopf des Schöpfergottes, rot gelesen, wird zu einer berechneten Schöpfung deines Intellekts. Das ist das Ansehen, das Schauspiel, der Spiegel. SBI, ausgespien. SB, das raumzeitliche Wissen heißt Schwelle und Becken. Meine Schwelle, mein Becken. Egel ist was ganz, was Egeliges. Da wird es natürlich ganz interessant. Das ist das goldene Kalb, das ihr anbetet. Das ist EGL, das Jüngling, das Kalb. Das ist aber wie Gott. LB, B außen, am Ende ist immer außerhalb. Das heißt aber auch Kreise ziehen, wie ein Spiegelraum ziehen, rundherum um dich herum. Das goldene Grab, um das ihr herumtatzt, ihr Deppen, weil ihr nicht begreift, dass ihr selber wie Gott seid. Das ist eine Polarität, ihr seid im Zentrum, ihr sollt da nicht drum rumlaufen. Ihr seid die Tasse und nicht bloß eine Perspektive, da habt ihr euch schon aus euch selber herausgedacht und wollt nur noch eine Seite davon haben. Macht das einen Sinn oder macht das einen Sinn? Okay? Das führt uns natürlich bei dem Sinn, führt uns das zu dem Sinus. Us ist der aufgespannte Raum, lateinisch. Ist eine Krümmung, eine Biegung in mir, ein Rundgang, ein Fra, ich habe doch das Fra gebogen. Bo in mir ist meine eigenen Geistigen, einen Fra gebogen, die Fra, die Frau. Shin Weh, eine Schwellung des Segels, Segel lockern, alles Sinus. Die Facetten alternieren. Was ist die alte Marion? Die alte ist die Fra-U. Das ist unser Fra, das wir gebogen haben, was eigentlich 2 Flächen sind. Passt schon. Aber das ist auch hier immer wieder, die wissen die Leute, dass wenn du die Sprache magst, hat er eine gewisse Ästhetik mit drin. Und wenn du zu erstreitest, was ist eigentlich besser? Es ist immer so eine Fra, ein anderes Wort für die Frau, ist ja das Weib. Doppelt aufgespannter Trümmerhaufen, Ei 470 gelesen, ist Polar außen. Das ist Weib, die Frau, das Fra gebogen. Man kann es übrigens, wenn man so mal, was besser ist, der Mann, der Denker oder das Ausgedacht, das eine gibt es nicht ohne das andere. Das ist die kümische Hochzeit. Übrigens, wenn man ein bisschen ein Gefühl hat für Sounds, was hier wirklich hier feiner ist, ihr müsst es bloß buchstabieren, passt du mal auf. Mann, Frau, okay, also die Facetten der Alten, die alternieren. Jetzt ist natürlich hier Asche zu Asche, Staub zu Staub. Das ist die T-Asche, die Asche, Asch-He. Gehen wir mal ganz kurz hin. Asch ist unser Feuer. Ich mache jetzt nur, T-Asch ist das Feuer. Das sagen wir in Franken zum Beispiel, sagt man das ganz anders. Da, wenn ich einer fragt, hast du ein Feuer? Dann sage ich, brunst den Jagen, das brennt da. Die AGN sind übrigens die B-Ecken. B-Rennt ist das polare Rennen. Das ist, ihr merkt jetzt jedes Wort. Jetzt haben wir die Webseite nochmal. So, jetzt ist das Asch. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Die Frau symbolisiert die Welt. Das ist eure Facetten. Wir können das Feuer übrigens FE am Anfang lesen, ist P, das heißt das einmal hier und das ist der Mund. Könnt ihr in Lateinisch Wörterbuch einmal den Mundus anschauen, das ist die sogenannte Triformis.
vor allem Metamorphosen und so rein. Jetzt müsste man natürlich hier Tausende von Büchern, Millionen, Hunderttausende von Büchern gelesen haben. Die sind alle in euch drin. Ihr habt es schön, ihr kriegt es von mir geschenkt, ich habe es schreiben müssen. Aber fragt mich nicht, wie lange ich dazu gebraucht habe. Es ist die große Kunst der Trinity in der Matrix, die sagt, sie kann sich das aus dem Zentralcomputer laden. Das Internet ist das Symbol für Gott. Es ist die totale Vereinigung. Darum ist ja, wenn die jetzt die jungen Leute symbolisch, die wir uns jetzt ausdenken hier, die laufen ja nur noch so rum. Weil die nur noch in Fatzebunk hängen. Der sitzt da und nachher mache ich über, es geht nichts mehr über ihnen. Oder nur noch über ihnen. Facebook. Facetten. Face, Fass, Face. Facetten. Facetten, Schöpfungen, Face. Faktum. Hier und jetzt überprüfbare Tatsachen. Selbst entmündigte, geistlose Tierchen. Jetzt ist natürlich das Verrückte, ich sage euch da von vornherein, alle Figuren, die in Erscheinung treten, sind sowieso bloß geistlose Kreaturen. Es sind Schatten an der Wand. Ist jetzt das der Udo, ist das der Udo? Das sind Schichten, bis du irgendwann einmal hingekrabbelt bist zu dem Licht. Das du dir aber dann selber ausdenkst, sobald du die Lampe im Projektor denkst, ist da schon wieder einer drüber. Das bist du. Zumindest wenn du ich bist. Wie kann ich jetzt aber Mann und Frau vereinen, ohne die Kreativität zu verlieren? Das ist doch laufend zu sein, indem du die Synthese, was die Liebe, was die rot geschriebene Liebe, die du doch bist. Du hast es bloß vergessen, wenn du wieder einseitiger Rechthaber wirst. Du sollst immer wieder Arroganz und Rechthaberei, drückt euch selber den Hals zu. Es muss nichts und niemand leiden in einem Traum. Zumindest nichts Ausgedachtes. Weil das kein Geist ist. Das Einzige, was leidet, ist der Geist, der vergessen hat, was er ist. Aber sobald du vergisst, was du bist, erlebst du dich als Tierchen. Darum sage ich immer wieder dieses nochmal, wenn du einen neuen Traum in der Esoterik, ist ja diese so, die Sätze, wo jeder schon gehört hat, wenn du inkarnierst, wieder inkarnierst, was ja die viele abstellen wollen, die wollen ja in der Stille bleiben. Das ist schon wieder eine Einseitigkeit. Das These und Antithese, dieses Spiel, wenn ich immer sage Wellenberg und Wellendahl, musst du vielfältig denken. Ich denke mir jetzt eine Einheit aus. Im selben Moment entsteht der Vielheit. Ich denke mir was Gutes aus, dann entsteht was Schlechtes. Hell, dunkel. Es ist nur, weil du es nicht auf die Reihe bringst, du hast dieses blöde aristotische Programm, wenn sich was widerspricht, kann bloß eins davon stimmen. Der eine sagt, das ist ein Kreis und er sagt, das ist ein Dreieck. Und jetzt fängt er zum Streiten an. Und jetzt siehst du, wie unendlich viel Geist die Leute haben, die in deinem Traum in Erscheinung treten. Und machst dir ja nicht an, dass du besser bist. Du meine ich jetzt den Trockennasenaffen, der du zu sein glaubst, weil die Welt, deine Traumwelt, ist ein Spiegelbild deiner eigenen Logik. Wenn du lächelst, lächeln die, und wenn du eine Fratze ziehst, haben die eine Fratze. Und wenn du jetzt meinst, du hast hier Flüchtlinge, die kommen, wir müssen ja helfen, dieser große Hype sich gut fühlen, habe ich im letzten gesagt, dieser Mitleidsschock, den du hast, dieser angebliche Scheinaltruismus ist eine unendliche Verlogenheit. Wenn du mal wirklich neben dir stehst und du fragst dich, warum? Warum mache ich das, was ich mache? Es ist immer die Frage nach dem Warum, ja, weil ich denen helfen will, soll Blödsinn. Du wirst mit irgendeiner Situation in einen Traum konfrontiert und du fühlst dich schlecht. Das schreibt dir dein Programm vor. Und dann hilfst du nicht, weil du denen helfen willst, du willst dich selber besser fühlen. Wenn du spendest, wobei die Dummheit ist, damit erhältst du dein Besserfühlen selber am Leben, würdest du einfach weitergehen. Es klingelt wer, die Tür geht auf. Sag bitte, du machst die Tür zu, vergiss. Was meinst du, wie gut es denn geht, wenn du ihn nicht denkst? Da ist er im Papas Schoß, da wo er hergekommen ist. Jetzt ist natürlich, wenn du das jetzt hörst, mit weltlicher, materialistischer Trockennasenaffenlogik, ist es absolut schrecklich, ohne Liebe, ohne irgendein Verstehen, was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Ich sage, du denkst dir es doch aus. Die schöne Geschichte von dem kleinen Hasen in Ich bin du, wer kennt die? Alle so ziemlich. Das ist so, wie unheimlich kaputt müsst ihr eigentlich sein, dass ihr Geschichte vorgesetzt bekommt, zum Beispiel von einer Kirche, die sich hier mit dem Papst Gottes Stellvertreter auf Erden nennt. Der Petrusdom, das Schöne,
Gell, wenn es sein soll, jetzt habe ich wieder eine Stelle hier in der Holo Arithmetik, diese Stelle, wo ich sage, wahrlich, Petrus, ich sage dir, weiche von mir, Satan, ich kenne dich nicht. Findest du, und das ist immer so eine Stelle, warum eigentlich? Was ist die Ausgangsbasis? Findet er relativ gut mit Zahlen aufgefächert in der Holo Arithmetik. Es ist einfach so, dass ich einfach erzähle, was passieren wird. Ich sage, ich werde jetzt hier mehr oder weniger gefangen genommen, vollkommen unschuldig, werde ich gequält, ans Kreuz geschlagen. Und dann sagt der Petrus, er liebt mich, keine Frage. Meister, das werden wir nie zulassen. Meine Anhänger. Die Betschianer, oh, da habe ich dann auch schön, du mich ganz kurz daran erinnern. Und dann sage ich zu ihm, weiche von mir, Satan. Du willst nur das, was die Welt will, aber nicht das, was Gott will. Wenn er sagt, ich muss den Weg gehen, wenn ich zum Abraham sage, schlachte deinen Sohn, dann schlachtet er seinen Sohn und der vertraut mir und darum ist es der Stammvater. Das kommt natürlich dann immer ganz anders, weil ich eigentlich gar nicht an den Kreuz verreckt wäre, sonst könnte ich ja jetzt nicht da sein. Ich bin bloß wach geworden in dem Moment. Aber da musst du zuerst einmal durch diese Hülle, wie war das so oft, in dem Moment, wo du schweißgebadet wach wirst, denkst du, boah, habe ich eine Scheiße geträumt. Und du bist in einer höheren Welt, weil du nur in einer Traumwelt warst. Und ohne euch jetzt Angst zu machen, das Blut, das du vergisst, dieses Blut, wir haben ja schon gesagt, in einer Hülle stecken, der Adam, Damm, das Blut in einer Hülle stecken, ist BLT. Unser Damm ist unser Blut. Ihr müsst immer den Unterschied. Es ist so, wir haben ein hebräisches Wort. Da kann man schauen, was das heißt. Jetzt nur auf Deutsch. Können wir in anderen Sprachen auch noch machen. Funktioniert in allen Sprachen. Wenn du Wörterbücher nimmst, wir können ja Hebräisch-Spanisch nachschauen. Jetzt ist es also dieses geöffnete Meer zum Beispiel oder das geschlossene Meer oder die geöffnete Gestaltwerdung. Ob wir es rot-blau lesen, das bei zwei Sachen kann man leicht. Wir haben das Dale, die Tür. Und die kann man aufmachen und zumachen. Darum sage ich, wenn es geschlossen wird, ist es rote, das ist der vierte Spiegel. These, Antithese, Synthese und die drei ist noch eine höhere Synthese, die rote 4, die jetzt das abschließt und blau ist es die Öffnung. Und das M, jetzt ist es das N-Mem, aber im Allgemeinen ist es eine Gestaltwerdung. Oder du sagst dann die Gestaltwerdung des Meeres, das ist wieder der rote Teil dazu. Und jetzt ist es, dass es das erste Mal Blut heißt. Auch übrigens schweigend, das logisch doppelt aufgespannte Trümmerhaufen. Dieses Blut, und jetzt kommt, was ich Hebraisieren nenne, das ist ein Prinzip, das gibt's nicht. Ich blabber nicht Maya-Kalender nach, wo wir dann noch dazukommen. Das sind auch divinatorische Systeme. Da brauchst du auch keinen Computer, wenn du einen Grundwortschatz hast. Es ist wirklich viel einfacher zu lernen wie eine Fremdsprache. Ich habe das letzte Mal gesagt, wenn du jetzt Türkisch lernen müsstest, Türkisch, und du hast keine Ahnung davon, um einigermaßen kommunizieren zu können, brauchst du wesentlich länger dir diesen Wortschatz im Türkischen anzueignen, wie wenn jetzt du die Vatersprache lernst. Weil das sind nur die Grundradigsten und der Rest durch Neugier. Ich sage, beim Studieren der Ohrenbohrungen kriegst du das irgendwann spielerisch mit und es sind sehr, sehr viele da, die hier die in 15 Jahren das locker gelernt haben. Klingt jetzt auch in 15 Jahren, was sind 15 Jahren? Eine Sekunde, 1000 Jahre, die sind wie ein einziger Tag. Es gibt bloß jetzt. Das macht die Wiederholungen aus. Und da ist natürlich, fällt mir gerade ein, das Schöne, warte da mal schnell. Schönes Wort, ne? Wenn man das eindann, host, im Franken sagen wir host, host, Entschuldigung, Hast Geld? Das ist das türkische Wort für herzlich willkommen. Hast du Geld? Dann kannst du reinkommen. Stimmt oder stimmt? Jetzt das Blut, das Hebraisieren, sieht folgendermaßen aus, dass wenn wir Hebraisieren, machen wir jetzt aus diesen Buchstaben einfach hebräische Buchstaben.
Jetzt, da wird es natürlich vielfältig, weil, wie gesagt, Vokale, ich sage im ersten, lass die Vokale weg. Dass du nur die Konsonanten nimmst und dann haben wir, dann kann ich wahlweise die Vokale, das zum Beispiel, wenn jetzt hier steht, der. Schau, ich kann jetzt lesen, der, das ist der, das ist die Öff, jetzt haben wir das erste Mal einen geschlossenen Kopf, rot, geschlossener Kopf, das sind nur diese 22, schließen Kopf. Wenn man jetzt das auf ganzes Wort habe, ich habe das absichtlich so gestellt, pass auf, da hast du immer die kleine Tabelle, schau her, die rot, Geist geschlossen, im Meer, symbolisiert den geistigen Kopf, der immer ist, Beroshit, in dem sich alles befindet und aus dem die Gedankenwellen herauskommen. Blau ist es dann die Öffnung, DR, siehst du, an DR, geistigen Oberfläche geöffnet, eine intellektuelle Öffnung, ist eine spezielle Rational, ist eine persönliche Berechnung, die Ratio. Gut? Jetzt haben wir, das heißt hier zum einen, das klassische Wort, meistens wird es mit Generationen und Geschlechter übersetzt. Das heißt, die Öffnung einer Berechnung erzeugt Generationen. Ein Generator generiert, das ist die Quelle deiner Gedankenwellen. Ich kann mir jetzt denken, hier mein Papa, mein Großpapa, mein Urgroßpapa und dann noch weiter zurück und noch meine Mutter, meine Eltern. Bis du das umdrehst, wie blöd bin ich eigentlich als Affe zu glauben, dass ich von meiner Mutter abstamme. Die stammt von mir ab in dem Moment, wo ich an sie denke. Meinst du, dass ich vom Jesus abstamme? Du musst es umdrehen. Wahrlich, ich sage dir, ehe Abraham war ich. Das ist ich, UB. Das erschüttert ganz schön. Ist ja immer wieder die Zeitspanne. Wenn wir unser Zeitfenster vor uns aufspannen, haben wir die Vergangenheit, die Alten und die Jungen. Und jetzt uns Älteren ist ja klar, dass die Jungen dumm sind. Das, was du zurzeit naturwissenschaftlichen Höchststand nennst, ist das jüngste Wissen deiner Menschheit. Das ist das jüngste Wissen. Das modernst, modern. Modern, modulieren. Das moduliert, wenn du dich in diesen klassischen Mediensachen magst. Und die Jungen sagen natürlich, die Alten haben da überhaupt keine Ahnung. Die Alten schmunzelnd und lächelnd wissend. Jung ist dumm. Dumm ist geistlose Materie, das ist Materialismus. Und erst der jetzt wieder hier, alt und jung, These, Antithese, beides in sich hat, vor sich hinstellt, der sich jetzt hier ohne weiteres einen Abraham ausdenken kann, einen Jesus und einen Udo und sagt, das sind ja alles bloß Bilder, die ich mache. Beilet, im Kind, ich bin's. BLD, in mir sind diese Lichtöffnungen, die ich jetzt vor mich hin projiziere. Merkt ihr dieses Denken, wenn ihr den Grundwortschatz habt, ihr könnt gar nicht mehr anders. Unterhaltet euch, wenn da sind etliche hier drin, die gar nicht mehr anders denken können und es passiert was, das, was du anschaust, es stimmt immer. Das heißt, du kommst in einen unendlich ruhigen Zustand. Das ist der einzige Grund, was es vielleicht wert wäre, dass man das lernt, aber dann wäre es schon wieder Kaufmannsdenken. Wenn du es aus dem Grund lernst, gehst du wieder in eine Sackgasse rein. Viele sagen, ja, ich muss und kann. Ich sage, du musst gar nichts. Du sollst erst einmal dich für das interessieren, was dich interessiert, weil der eigentliche Lernprozess findet nur statt, wenn du aus einer kindlichen Neugier heraus, wenn dir nicht wieder werdet wie die Kinder, wie Gottes Kinder. Das ist aus deiner Neugier, der Gier nach Neuen. Dann wird GI, der Geist Gottes, in dir erweckt. Wenn es natürlich jetzt blau wird, die Gier, dann gehst du in das Satz, das sind wieder die zwei Seiten, schreiben wir es rot oder schreiben wir es blau. Dann kriegst du dieses GI, dann kriegst du die Verstandesintellekt und das hast eine Niederung, ein Dollar und du gehst wieder über den Jordan. In eine Welt, wo du totale Verschiedenheit hast, die nichts Negatives ist. Das ist ja der Kopf im Lateinischen kaputt. Alles, wenn das sehen wollt, ich sage, wenn ich jetzt einschalte, steht nichts anderes da. Darum sage ich, Holofeeling ist das Einzige, alles was elementar ist, kann jedes Kind hier und jetzt sofort überprüfen. Wenn ich sage, wo war jetzt die ganze Zeit deine Beine? Wo war er? Wo warst du, wenn du auch zuhörst? Dieses Du ist nur Geist. Das ist immer das Interessante, wenn ich jetzt hier mit der Marion zum Beispiel rede, dann sitzt sie und da musst dir, wenn du schaust jetzt nur, in dem Moment bist du eigentlich gar nicht da. Das ist dieses rote Ich. Natürlich ist da noch sehr, sehr viel Wertung damit drin, aber wenn du wertfrei zuhörst, nur dich hingucken, schauen, was passiert. Diese kindliche Neugier, wie interagieren die denn? Das ist das
was Geist ausmacht, was eine allumfassende Liebe war, die nichts mit einer selektiven Liebe zu tun hat. Ja, Uwe, ich wollte da nochmal jetzt einbringen, die Frage von gestern. Und zwar ist ja genau das, was du gerade sagst, es ist nur ein Geist da. Ja, es gibt jetzt nur einen Allereinzigen, der Geist. Du wirst doch nicht glauben, dass die Leute jetzt hier rumsitzen. Ja. Pass auf, kleinen Moment. Du wirst doch nicht glauben, dass die jetzt wirklich, ist dir schon mal aufgefallen, was jetzt wirklich ist? Die Wirklichkeit steht und fällt mit dem, wer du zu sein glaubst. Dieses Ego, der du zu sein glaubst, das Ego jetzt symbolisiert ein reines Konstrukt, Werte- und Interpretationssystem. Und du gehst total in die Vergessenheit. In Wirklichkeit ist jetzt das doch mal bloß ein Computerbildschirm da. Und jetzt, wenn du jetzt glaubst, dass du jetzt im Fliegenstall bist, dann sitzt du unter Affen, sind wir Affen unter Affen. Und wir erschaffen. Jetzt ist natürlich interessant, jetzt können wir uns ein Ich denken, das gar nicht im Fliegenstall war. Dass ich jetzt hier dieses Ding, diese Datei anschaue, die von Anfang an ist alles da. Okay, und diese Datei kriegst du jetzt als Einzelbilder Pickelmännchen. Merkst du auch nichts. Da kann mir immer laut, ich kann mich so schön erinnern hier mal in einer Phase. Ich mache jetzt einfach wieder eine raumzeitliche Geschichte. Bernhard Roos, gehe ich mit ihm in die Sauna und dann versuche er jammert darum, welcher Schmerzen und dann lege ich hier die Hand voll auf die Saunasteine, hat gestunken. Da kommt seine Frau und sagt, da stinkt's, was ist denn los nach verbrenntem Fleisch? Die haben sich geekelt ohne Ende. Da habe ich gesagt, was ist Schmerz? Für was aus? Ich kann mir das jetzt doch ausdenken, ich bin doch nicht das. Es sind doch nur Bilder, es sind Vorstellungen. Wenn du dich vollkommen gelöst hast, was mir richtig aber danach getragen wurde, das war dann als Udo in dem Traum wieder, wie ich daheim war, weil sie sich geekelt hat von mir, weil die Hand so scheiße ausgeschaut hat. Könnt ihr die Marion fragen? Wahre Geschichte. Du siehst immer wieder, die das wissen. Das ist, wenn du wirklich dich losgelöst hast, bist du Gott. Bist du sowieso, weil du ich bist. Aber momentan macht es noch ein wenig Spaß, rumzudümpeln. Und jetzt, das sind so Stellen, ich könnte jetzt in Köpfen, wenn ich sage, ich bin du, ich bin das, was du glaubst, zu sein, ist eine Illusion. Und du lebst, du steckst in dem Leben fest. Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, Peter, jetzt, wo du das anschaust, erinnerst du dich, wie du vor Angst getrieben, welcher den scheiß Krebs nach Weißenburg gekommen bist zum ersten Mal? Ich meine jetzt den Peter Staden mit der schönen Internetseite, der toll zum Runterladen macht, eine schöne Sammlung von den Ohrenbadungsschriften. Und wenn du jetzt zum Beispiel glaubst, du bist der Michael, der Hornochse, dann kannst du hast da genauso super Seite. Ist dir aufgefallen, dass das, was ich dir machen lasse, habe die PDF, dass ich die laufen benutze, wenn ich das mache? Das heißt, du glaubst, sollst nicht an Gott glauben, du arbeitest für Gott. Aber da ist immer noch dieses Scheiß-Ego in dir drin, das sich dann aufführt, ja, und der André ihre Schriften veröffentlicht, der Rede und meine, die ignoriert er. Das sollst du beobachten. Und dann wirst du immer mehr ich. Jetzt kannst du weitermachen. Das alles, was der jetzt übrigens sagt, ist jetzt schon alles gesagt. Du musst bloß ein Stück vorspringen. Was jetzt übrigens wie ein Witz klingt, das ist ein Faktum. Es ist ja also, wenn ich von wir Geistesschwung spreche, dann ist es ja eben der eine Geist. Und wir freuen uns unwahrscheinlich, dass wir ein Udo uns austräumen. Der das jetzt alles für uns sozusagen. Das ist ja immer wieder die Hierarchie. Und ich sag mal, darin liegt aber auch ein Stück Vergessenheit des einen Geistes, der sich ja wiederum ausgestreute Funken zurückholen muss, indem die sich natürlich wiederfinden, in irgendeiner Weise dieses einen Geistes. Und darin liegt ja eigentlich auch die ganze Geschichte der Schöpfung. Ja, das ist, warum ist das ganze Zeug da? Jetzt können wir wieder ins Regen, wenn wir ins Regen reingehen. Du musst schauen, wir machen, haben gesagt, wir lassen es fließen. Weil wir waren, jetzt kommen wir dann ganz weg von dem Damm, von dem Adam. Das ist, wir kommen vom Hunderte ins Tausendste. Andrea hat zum Beispiel hier all die Almener-Vorträge angehört. Das heißt, ich bin auf einer Spur und jetzt sind wir an einer Stelle, wo du normal, wenn ich das nicht genauer erkläre, weitergehst und dann wirst du alles, was danach kommt, nicht verstehen. Also fange ich jetzt an, das Wort zu erklären und während ich das Wort erkläre, komme ich in eine andere Spur und sie hat dazu also sehr intensiv sich hingesetzt, die alten Almener Vorträge und mit der Hand niedergeschrieben, dass die Worte von mir geschrieben dastehen sieht. Ein Riesenberg, könnt ihr euch nicht vorstellen, was die schreibt, was die für eine Bibliothek geschrieben hat. Und während sie das schreibt, fällt ihr auf, dass der Udo in einem Vortrag hier einen Haken schlägt
und du lückenlos in einen Vortrag, der viel später kommt, fast lückenlos, wenn du das jetzt zusammenschneiden würdest, kannst du das durchlaufen lassen, mache ich hier, was du als Zukunft siehst in einem anderen Vortrag. Es ist doch ein Bücherregal, ist alles gleichzeitig. Für mich ist alles gleichzeitig da. Jetzt sind wir wieder Traum in Traum in Traum in Traum. Ich habe einmal gesagt, ich habe keine Vorstellung, wie klein ich mich zurzeit mache, um in euren Traum überhaupt in Erscheinung treten zu können. Und jetzt haben wir diese vier Ich, dieses Ubi-Ich und dich, Geistesfunk, du bist ein Ich-Bin. Da trennen wir schon zwei Sachen, die du nicht trennen kannst. Weil ich nämlich du bin und du bist ich. Und dieses Ich-Bi, rotes Ich, das ist der Beobachter, wenn du jetzt einigermaßen, ich beobachte mich als Zuschauer im Kino, wie ich auf die Bilder reagiere. Und die Bilder sind, wenn du an deinen Körper denkst, ich schaue jetzt mich an, ich schaue jetzt meine Hand an. Der kann nicht schauen, das ist ein Programm, sondern ich schaue, wie ich jetzt glaube, dieser Körper zu sein und die anderen Brüssel bin ich nicht. Ich kenne das Gefühl nicht, weil ich sofort in jeden Kopf reinspringen kann, wo ich ja sowieso bin. Die fallen alle in einem Punkt zusammen. Jetzt habe ich wieder ein Bild in mir, ganz, ganz schlauchartig. Das wäre jetzt in der Physik die Magnetfelder. Der gestaltgewordene Geist, Mag ist der Magier, der Zauberer. Willkommen, merkst du? Wir sind jetzt mal ganz wirr. Okay? MG. Da haben wir Mag, der Magier, der Zauberer. Jetzt hast du es auch noch Schmelzen, ein gestaltgewordener Geist, die Magie. Es ist natürlich, wenn wir jetzt ins Griechische reingehen, das ist schon das Wort Magie. Wir haben ein mega, mega Magiros, Magier. Ich habe jetzt extra mal so alt Wörterbuch, Mageia, den schauen wir uns an. Weil die gibt's, es gibt Griechisch, auch hier das Lateinische Wörterbuch. Das ist so grob, wenn du hier einen Langenscheid nimmst oder in Ältere reingehst, so 1800, wird es eigentlich erst so richtig interessant. Mageia, eigentlich die Gelehrsamkeit und der Gottesdienst, der Magier, der Zauberer. Aber was hier noch mit drin steckt, schau mal, Magerikos, zum Kochen bringen, gehörig, der die Kochkunst beherrscht, der riesen, doll gemischten Dampf erzeugen kann, Liquids. Als Paracelsus habe ich gesagt, ich spritze der Mann, solange du glaubst an deinen Universität, dass gelehrt bekommst, dass der Mensch dadurch, der rote Mensch, der Gott nach Gottes Ebenbild erschaffen, dass der dadurch entsteht, dass unsere Frau, den Samen des Mannes, da schreibe ich im Original, Liquid Vitae, den lebendigen Liquid. Darum mache ich immer bei meiner Dampfpfeife, mache ich immer dieses Spice. Schau den Wüstenplanet an. Dune. Jetzt ist die Wüste mitbar, heißt MDBR, heißt vom Wort abstammend. Dass der seinen Liquid Vitae, und dann steht nicht Gebärmutter, sondern in die Matrix der Frau reinspritzt. Wenn du meinst, das lässt einen Menschen entstehen, das macht vielleicht einen Affen innerhalb deiner Logik, wie du die Bilder aufbaust. Aber es macht keinen Menschen. Dieser Same reinigt die Nieren, so wie der Rotz das Gehirn reinigt, die Nase reinigt. Mit menschlicher, mit geistlicher Fortpflanzung hat es nichts zu tun. Das ist Paracelsus 1531, soweit ich mich jetzt erinnere, ich war langsam alt. Das ist auch ein Buch, auch ein Leben, wo ich gelebt habe. Und du übrigens auch, weil du immer im Schlepptau warst. In den Schichten. Sein Welt-Holofining ist vollkommen neu. Es ist der Sprung der Tür in eine vollkommen neue Welt. Oberflächlich betrachtet verändert sich nichts, absolut nichts. Das ist, weil wir wollen ja was erleben und das kannst du nur an der Oberfläche. Leben. Auseinandergeschmissene polare Existenz. Das ist Leben. Jetzt ist natürlich, was du erlebst, hängt davon ab, was du rein intellektuell zum Denken benutzt. Aber das ist jetzt hier ursprünglich der Kniedende. Okay. Mageiros. Jetzt schau mal, DR hat man doch schon. Die Öffnung, die erweckt wird, oder DR ist die Öffnung deiner Berechnung, ist Ken. Ist die Basis, das Fundament, Undamentum, okay? Et, Zeitende. Was erkläre ich dir? Soll ich es nochmal sagen? Die Enthüllung. Stille stehen wird die Zeit, es gibt nur noch hier und jetzt. Und der erste Himmel und die erste Erde, die du dir ausgedacht hast, werden vergehen. Und jetzt ist interessant, dann kommt der Satz im Deutschen, und das Meer wird nicht mehr sein. Mach dir kein Bild von El Hayom.
und der Menschensohn macht alles vollkommen neu. Ist doch ganz reines Deutsch. Ich finde das, wie soll ich das noch besser ausdrücken? Und ihr merkt, wir machen jetzt Religion in ihrer ursprünglichsten Form. Das ist die wirklich göttliche Religion. Und jetzt merkt ihr immer mehr, wie unendlich weit altes Geschwätz von Kirchen, von Sekten, von Umschreien, von Räucherstäbchen, das sind alles Facetten, komplett weg ist. Irgendwie bin ich eigentlich ein knallharter Realist. Holofeeling zwingt euch in keinster Weise, irgendwas glauben zu müssen, was nicht jedes Kind zuerst einmal hier und jetzt sofort überprüfen kann. Existiert dein Körper, wenn du nicht an ihn denkst? Du kannst es nicht überprüfen, ob er dann existiert oder nicht existiert, weil um was zu überprüfen, musst du in dir denken. Was du dir bewusst machen kannst, dass in dem Moment, lange mal an deine Nasenspitze, lange an deine Nasenspitze. Wo war die jetzt die ganze Zeit? Du kannst nicht überprüfen, ob die da oder nicht da ist, aber du kannst dir bewusst machen, in dem Moment, wo was auftaucht, immer nur, nur jetzt, alles was passiert, passiert jetzt, kannst du dir bewusst machen, dass das, was jetzt da ist, vorher nicht da war. Der ständige Wechsel, das ist ex vivere, die Evolution. Und wenn du dir jetzt natürlich da ein Bild vor dich hinstellst, dass wir irgendwann einmal hier vor 4,5 Milliarden Jahren ist ja der Mond entstanden. Jetzt haben wir schon fort wieder das schöne Cousteau-Bild, Kreis, Quadratur des Kreises, die Zahlenwerte, wie präzise das passt, ist alles ansatzweise, alles angesprochen in den Ohrenbohrungen. Du machst eine Reise in deinen eigenen Geist. Wir wollten hier zurück nochmal zum Blut. Na, wir waren jetzt bei den Farben, die Magnetfelder. Warte doch mal ganz kurz. Du hast ja mal besprochen, Menschen nicht sehen und doch glauben. Ich habe da irgendwo, warte mal, wenn man mit ist darin die Gleichgläubigkeit gesehen? Das kindliche, naive Glauben. Das ist, welchen Glauben liest du? Das Glauben, es gibt einen roten und einen blauen, mach doch ganz einfach. Wenn ich sage, selig die, die nicht glauben, das ist ein Fürwahrhalten, die nicht an die ganze Scheiße glauben, wo ihr Ego sagt, es gibt es. Halt dich einfach an Fakten. Kleinen Moment, ich habe mir nämlich meine, irgendwo, vor Hektik, ich bin nur so hektisch, ich bin nur so aufgeregt. Ja, das ist nicht mein Problem. Ich habe nach was ganz was anderes gesucht. Das ist kein Thema. Nicht. Das kann ich ganz leicht eingeben. Da haben wir es. Das habe ich ganz. Ich habe mal irgendwo mein Ohm, wenn ich da schnell reingehe, mir das irgendwo reingeschoben, weil ich nicht losgelassen habe. Aber das ist ja was, das lassen wir jetzt einfach mal stehen. So, jetzt pass auf. Das Magnetfeld. Wenn du das jetzt siehst, das ist alles so schön, das ist, ich habe da eine Zeichnung mit Rot und Blau. Das ist halt Rot und Grün, das ist der Adam, der aufblüht. Diese Magnetfeldlinie, du lernst und du kriegst Vorstellungen. Das ist ja, wenn man dir zum Beispiel lernt, dass da hier ein Neandertaler-Bärchen ist, die nennen wir mal Adam und Eva, und die haben dann Kinder und da ist jetzt der Kain und der Abel und dann der schlecht, der Kain, den Abel. Und du stellst dir das dann vor, böse Erbsünd oder dann die Eva, die dann von dem Apfel, von dem Malus isst, wobei da vor Apfel überhaupt kein Wort in der Bibel drinsteht. Das kommt aus der lateinischen Übersetzung, weil das auch böse und schlecht heißt. Das sind Symbole, das sind Märchengeschichten. Ich kann mir auch einen Krug vorstellen, der zum Brunnen geht, bis er auseinanderbricht, wenn ich jetzt die Worte spreche, aber das hast du ja nicht. Das ist immer wieder der Abel. Jetzt ist die deutsche Übersetzung, haben wir ab, ist der Vater, der aufblüht und er ist unser Joch. Da steht aber Hebel, HBL, und das heißt, im Testament heißt es nichts. Ich mache mal einfach nichts, eine Nichtigkeit. Dieses Nichts, das ist, bist du. Du bist nämlich ich, du bist eigentlich genau genommen, bist du nichts, nichts, was man denken könnte. Und jetzt kommt da kein, der schreibt sich Coffee N. Das ist diese affine intellektuelle Existenz, dieser aufgeblähte Besserwisser, der sich, ich habe ja, ich weiß, ich habe ja studiert. Das ist KIN. Die Affine, der Trockennasenaffe, und der erschlägt das, was er eigentlich ist, indem er von seinem eigenen Geist überhaupt nichts wissen will, weil er Gehirn ist. Mech, M-Chat, ein gestaltgewordenes Chat. Das Chat ist dein Intellekt. Okay? Dieses
Blaue Ich, das Ani. Ani, die Schöpfung, ein existierendes Intellektes. Dieses Ani ist die Mechanik in dir. Kaff am Ende hast dein, das hast dein Gehirn ich. Das ist die Mechanik. Und wenn du in der Mechanik lebst, dann bist du in einem Mechanimus. Das Gehirn-Ich ist ein Programm. Das kann nichts dafür. Das ist diese Illusion, das ist Zeug, die Illusion des Tierchens. Irgendwann wird ihr mitkriegen, Zufall, irgendwas Zufälle. Was habt ihr für einen riesengroßen Schwachsinn geglaubt? Und das ist natürlich alles diese Stufe, da auch hier sage ich, das ist ja nicht verkehrt gelaufen. Ich muss dich ja in die Finsternis schicken, dass du Freude am Licht hast. Am Anfang ist es, denkt an unsere Affen. Habt ihr das Bild noch im Kopf? Die ja fast wie Menschen sich verhalten. Verdammt nochmal, ihr seid doch bei eigener Definition, ihr seid Affen. Ich mache euch das Licht auf und sage, oh, wenn ich jetzt die ganze Zeit da hinschauen würde. Was mich blendet, ist der Peter, der mich jetzt ausdenkt. PTR, kann man auch PET. Du kannst Phil, wenn ich jetzt anfange, jetzt fächere ich wieder auf. Worum es mir hier geht, bei dem Bild, diese flächige Vorstellung. Pass auf, jetzt machen wir mal ganz dasselbe, ist sehr, sehr verzerrt. Wenn wir das jetzt nämlich hier von einer anderen Seite sehen, weil du wieder von einer Vorstellung mit den Feldlinien ausgehst, der Magnetismus, der Magie, der Zaubermeister erklärt dir das jetzt einmal, wie das richtig ist. Brahma atmet eine Welt aus und saugt die wieder in sich hinein. Das schöne Haramain aus dem Physikbuch, wenn ihr das Haramain-Video kennt, wo er als junger Physiker unter Doktoren und Professoren sitzt, und dann ist in dem Standard-Physikbuch, Haramain-Videos anschauen, die könnt ihr aus euch rausholen, die sind jetzt schon in euch drin, wenn ihr das nicht gesehen habt, ist da so ein Bild drin, wie das Kosmos entsteht vom Urknall, und da ist einer, und das, der hat einen Luftballon, ist eine Zeichnung, und der bläst den Luftballon auf, das heißt, da ist das Nichts, und dann bläst er den Luftballon auf, und dann haben die ihre Formeln, und dann sagt der Kleine, der sehr neugierig und aufgeweckt ist, also der Jüngste in der Runde, der sich fast nichts sagen traut, sagt er, das ist Englisch, das Video, sagt er, hier, die machen dann Urknall, wie das entsteht, und das hier, pff. Und er fragt dann, who is this guy? Wer ist es, der das aufbläst? Da gibt es keine Formel für. Ha? Doch, das ist das, was er aufbläst, ist die Form von L. Die Formel ist, die hohen Barungen sind Form-Ln. Das sind alles Formen von L. Der Udo ist jetzt eine Form von dir. Der Scheißhaufen, die Klobrille, ist alles Formen von dir. Holo-Feeling heißt, alles zu sein. Ich bin 200 Gramm rote Gnete und egal, was für eine Form ich annehme, im Hier und Jetzt in einem ständigen Wechsel bin ich. Jetzt ist also, jetzt machen wir das einen Schritt weiter, weil um das zu können, brauchst du zuerst einmal eine Reha, eine Lunge. Das sind ja deine Vorstellungen, deine Darstellungen, deine Spiegelungen. Und wir haben eigentlich ein Spiel, wenn wir uns die jetzt vorstellen, ist, wenn die Lunge komplett L ist, implodiert, ist das unendlich groß, ist das da außen L. Wenn das da außen verschwindet, wird das L innen L, innerhalb dieses Sky. Who is the sky? Gott. Das ist Brahma. Brahma atmet eine Welt aus und saugt die Welt wieder ein. Moment für Moment. Und jetzt denken wir uns jetzt einen Loop L, das Licht des UP, das in Erscheinung tritt, ist ein Luftballon, ein Luftballon. P all in Gott ist das Licht on Seind. Ontologie. Jetzt haben wir den Luftballon und jetzt ist es eigenartig. Das heißt, dieses Nichts, das wir jetzt mal uns ausdenken, dass wir sehen können. Denken wir uns jetzt einfach mal den Luftballon und jetzt ist rein arithmetisch sieht es so aus, dass jeder Punkt auf dieser Oberfläche der Mittelpunkt der Oberfläche ist. Weil ich mir die ja ausdenke und letztendlich sind die alle in mir. Könnt jetzt an die Astrologie, wenn du zwei Werte angibst, um die Sphäre zu definieren, Längen, Breiten, gerade, solange ich nur zwei Punkte angib, ist es nur Richtung, ist es immer noch hier. Erst wenn ich mir jetzt zwanghaft decke, dass das noch so und so viele Kilometer bis zur Erdoberfläche weg ist, mit dem dritten Wert kriege ich erst einen Punkt auf der Oberfläche. Wir haben den Luftballon und um das schön darzustellen, pass auf, wir machen jetzt Punkte auf den Luftballon drauf. Können wir jetzt Computeranimationen machen? Ich will, dass ihr das euch bildlich vorstellt im Kopf, ohne dass ihr das schon vorgesetzt bekommt. Da ist der Luftballon und da sind Punkte drauf und jetzt machen wir hier einen Punkt und drumherum sind Punkte und wir drehen jetzt einmal einen Punkt. Dieser Punkt, den schaust du an. Was passiert jetzt, wenn ich den Luftballon aufblase, weiter aufblase? Dann wird zwangsläufig der Punkt größer.
Du schaust nur auf den Punkt, der Punkt wird größer und die Punkte, die drumherum sind, werden alle von dir wegstreben. Alle, jetzt pass auf, wir gehen wieder zurück, jetzt drehen wir den Luftballon, jetzt schauen wir einen anderen Punkt an. Ich mache den wieder größer, der Punkt wird größer. Das heißt, von dem Punkt, wo du hinschaust, dieser Fleck wird sich um dich herum gleichmäßig ausdehnen und die Punkte drumherum dehnen sich auch alle gleichmäßig aus. Stimmt? Darum ist jeder Punkt auf der Oberfläche der Mittelpunkt der Oberfläche. Jetzt lasse ich die Luft raus, ich nehme das wieder zurück. Dann wird der Punkt kleiner werden. Alle Punkte drumherum strömen auf den Punkt zu. Und das Ganze strebt auf mich zu. Ich kann jetzt sagen, ich bin ein Wunder. KRS auf der Erde. Wie die Erde, wie er weg, das wissen nicht mehr Wunderkatze. Ein Sternwerfer. Da ist ein einziges Licht und wenn ich explodiere, spritze ich aus mir Geistesfunken heraus. Und wenn die sich von mir wegbewegen, wirst du feststellen, umso mehr die sich von mir wegbewegen, werden sie immer mehr Egos. Das heißt, dieser Funke, wir betrachten mal nur einen Funken, dieser Funke, der jetzt von mir weggeht, der wird immer dunkler, wieso? Weil aus dem nämlich auch Funken rausspritzen und damit zwangsläufig an Energie verliert, bis er sich auflöst. Und jetzt drehen wir das Ganze rum. Du bist ein ganz kleiner Funken und umso mehr du wieder das Licht suchst, wo du herkommst, an mir verändert sich dabei übrigens überhaupt nichts. Weil ich ja unendliche Energie bin. Energie kann ja nicht vernichtet werden, sie wird nur ständig in eine andere Form von Energie umgewandelt. Wenn du auf mich zufliegst, wirst du feststellen, dass du irgendwie magisch bist. Da ist irgendwann das Wort Dampfpfeife verboten und dann sagen, das ist ein Film, wenn du lächelst, werden die lächeln. Und es geht nur um dein Nahfeld, um deinen persönlichen Traum. Du brauchst dann automatisch den Hintergrund. Du kannst jetzt menschenfreundlich sein, aber solange das selektiv ist, wirst du feststellen, dass du extreme Feindbilder hast, nämlich die Rechtsradikalen, die Bösen. Jetzt können wir wieder Zeitfenster aufspannen. Was unterscheidet eigentlich einen Nationalisten, NS, Nazio, Nationalsozialismus, ist zuerst einmal die Geburt der Brüderlichkeit. Ich habe euch aber gesagt, dass das in einem anderen Kontext nicht für das Nazio, das N nicht für Nazio steht, sondern für Natur. Aber jetzt haben wir schon, Nation ist die Geburt, die Natur, NTR heißt auf Hebräisch, die Radix losmachen, aufspringen. Und diese Sozial, die Brüderlichkeit, das ist die Raumzeit, die in einem Eck, habe ich nicht gesagt, wir können jetzt hier diese Spiegelungen, das ist der Sekt, der Natursekt, S-Ekt. Das sind Eckspiegelungen. Es ist die Bilder wie beim Krug, der zum Brunnen geht, die du aufbaust mit einer Logik. Du wirst aus jedem Wort nur das herauslesen, was deine jetzige Logik beim Wort für Vorstellungen aufbaut. Und jedes Mal, wenn du dich über irgendwas aufregst, ist es nicht, dass das, was in Erscheinung tritt, ob das ein Wort oder ein Bild ist, es ist deine Interpretation. Wie war das nochmal? Telefon klingelt, du denkst ans Telefon, weil du dir einredest, das klingt deshalb, weil da außen an ist. Du denkst in dem Moment an einen Anrufer. Das heißt, das Klingeln des Telefons erschafft in dir dieses Geräusch, erschafft zuerst einmal ein gedachtes Telefon und einen, der dich anruft, die aber nicht existieren, wenn du die nicht denkst. Dann materialisierst du das, kannst nicht oft genug sagen, ihr müsst es wiederholen. Wir können das ganz praktisch machen, wir sitzen, wir reden und jetzt wird jetzt hier das, plötzlich hören wir Klingelingeling. Was passiert da, so komischen Klingelton? Und dann kann es sein, dass du da sitzt und ob du willst oder nicht, wird in dir auftauchen, was für ein Depp hat da sein Handy schon wieder nicht ausgeschalten. Kann auch auftauchen. Beim anderen sagt, oh, jetzt mit meinem Handy. Das heißt, in dem Moment ist hier und jetzt das Handy und jetzt werde ich mit Evolution, meine Information wird sich verändern. Wenn ich daneben stehe, kann ich das beobachten. Das ist die wirkliche Meditation. Das ist das Zen-Buddhismus in Ansätze. Die Wirklichkeit Zucken halt hat, was du nicht begreifen, dann werde ich für einen kleinen Moment Gewicht, ich, Geist, ich verbinde mein Ich mit einer Erscheinung, jetzt kriege ich für einen kleinen Moment Gewicht, das materialisiert sich real in meinem Gesichtsfeld. Ich drücke auf den Knopf, ich halte es hin und dann ist das Reale schon wieder weg. Und jetzt höre ich, hallo, ich bin's. Was ist hallo, ich bin's? Das ist ein Geräusch. Und du wirst ganz gezielt jetzt an einen Menschenaffen, an einen Trockennasenaffen denken. Da kannst du Hallo, ich bin's hören in unterschiedlichsten Variationen. Es ist immer Hallo, ich bin's. Das sind die Oberwellen. Das heißt, ich sage jetzt, die Oberwelle ist der, den du dir denkst, das siehst du.
Die darunter liegende Welle ist dieses Hallo, ich bin's, symbolisch. Und wenn du jetzt, wenn ich dich frage, was hörst du jetzt? Ein Telefonhörer. Das ist ein typischer Telefonhörerklang. Dieser typische Telefonhörerklang ist eine Grundwelle. Darüber hast du jetzt eine Oberwelle, die nenne ich Hallo, ich bin's. Und das, wenn du jetzt denkst, ich denke an meine Frau, an mein Kind, an meinen Sohn, an meinen Mann, das ist nochmal fein. Du bist an der obersten Oberfläche. Eigentlich bist du bloß Gischt. Jetzt ist es so, dass das GI, der Geist Gottes, immer oben und unten austauschbar ist. Was meine ich damit? Ob ich jetzt symbolisch zu dir sage, mir fällt etwas ein, gehe ich davon aus, dass der liebe Gott im Himmel oben ist. Drum ist er ja nicht auf der Erde unten, sonst wäre er böse, oben und unten. Wenn ich sage, in mir taucht was auf, bleibt sich gleich, ich bin nämlich die Mitte. Das ist die Rakia, 6. Vers. Er schinnwebte über den Wassern. Logisch doppelt aufgespannt. Jetzt ist, wenn man das anschauen, über ist eigentlich nochmal das Joch. Wenn man das jetzt im Hebräischen lesen, hat es den Vogel raus. In Verbindung mit der deutschen Übersetzung. Schinwaf, doppelt auf, die Logik, die sich doppelt aufspannt, ist wie eben, eben. Weil plus minus ist null. Er schwebte. Und jetzt ist es, jetzt kommt die Rakia. Diese berechnete Affinität, Arke, Erkov, so schreibt sich das, ist jetzt Teil des Ganze, wo hier steht in ein Oberhalb und in ein Unterhalb, wenn man das im Hebräischen, kannst du das anders einladen, dann gibt es den Originalsinn. Wenn du es verdeutschen kannst, dann musst du aber ein Deutscher sein. Ich sage immer, mit dem blauen Affen hat es nichts zu tun, mit dem blauen Deutschland. Da kannst du schwarz sein, eine dunkle Hautfarbe haben. Ich rede mich jetzt mit dem Geist, nicht mit der Hülle, nicht mit der Maske. Stimmt oder stimmt? Darum sage ich, das ist das Außen, was du magst, die sind mir alle gleich lieb, das sind Bilder, das sind alles nur Facetten. Ja, unseren Luftballon habe ich jetzt erklärt, jetzt pass auf, dieses Bild, jetzt machen wir ganz einfach die Sache, das verzerrt. Jetzt stell dir mal vor, das, was jetzt hier ist, was du siehst, ist jetzt, du drehst es, wenn wir da zwei Punkte machen, schau, was du hier so siehst, dass das, was du nebeneinander siehst, mach einfach, biech das hinten rum und dann wirst du feststellen, dass praktisch jeder Punkt die Wellenlinien gleich sind. Könnt ihr vorstellen? Was ich jetzt nebeneinander flächig sehe, dass ich sage, das geht immer in der Winklung, in der Biegung daher, wenn du das so rumdrehst, nachher wird es genauso aussehen, hast dann gerade den Ball. Wie war das mit unserem Gelb und mit unserem Blau und mit unserem Greenwich? 155, 310. 310 ist übrigens das Green. Der Wert 310, diese Gelb- und Blauwerte waren 310. Okay, und das ist Grün. Irak, das Ausgespuckte. 310 heißt als 310 geschrieben, Ski, das ist das Geschenk. Und wenn man die Spiegelseite anschauen, ist es ist das Gestalt geworden. Das ist auch 310. Wir haben ja eine Seite und jetzt, wenn wir von der anderen Seite gehen, wenn das Gelb und Blau ist, haben wir das nochmal, das von hier aus gesehen, das wieder gleichzeitig ist. Das ist Physik, aber ganz andere Physik. Das ist, ich erzähle dir in einem Gesamtkontext mit Holofeeling. Was du in einer Kirche hast, ist nur das, was die Kirche auslegt. Und wenn du Physikbuch hast, liest die Kirche aus. Es sind überall dieselben Geschichten, nur aus anderen Perspektiven, mit anderen Worten aufgebaut. Und du musst es nicht verstehen. Es reicht, wenn du weißt, es ist alles perfekt. Dieser Geistesfunken hat doch vorhin angesprochen, die Geistesfunken, die hier sitzen. Aber das ist doch der Geist, zu dem du sprichst. Ist es dann in dem Sinn, kann man das so verstehen, dass alles zusammen dann Adam Kadmon wäre? Selbstverständlich. Das ist ja Adam ist Jahwe. Habe ich ja ein paar Mal gesagt, wenn du das Wort anschaust. Das erzählt dir ja keiner. Weil wenn du jetzt wieder in die Symbolik gehst, das J-H-W-H. Wenn wir das jetzt suchen, ist das dann mal das Klassische. Und jetzt können wir das unterschiedlich einladen. Ich schreibe jetzt hier jetzt erst einmal JH, das ist die göttliche Ja, die göttliche Quintessenz. Und da haben wir doppelt aufgespanntes H. Aufgespannte Wahrnehmung. Schreibe ich göttliche Quintessenz, schauen wir uns das einmal genauer an. Ist Plus. Und ich erwähne jetzt nochmal ganz kurz hier mit der Farbe, das kann sich verschieben, das liegt an den Programmen und den Dateien, ohne darauf einzugehen. Dann haben wir deren, jetzt hast du schon die Öffnung der Berechnung zu einer augenblicklichen Existenz.
deren aufgespannte Wahrnehmung. Wahrnehmung wiederum ist doppelt aufgespannte Schöpfung, ist die Wahrnehmung einer Berechnung und HR als Zeigen im Hebräischen heißt Berg. BRG im erwachten Geist. Jetzt pass auf, und jetzt kommt der Kommentar. Geh mal langsam durch, schaut mit. Jahwe ist das göttliche Synonym eines bewussten Gottessohns, Adam, der in seinem Tiefschlaf, das ist Dadema, so DRD muss das hebräische Zeichen, da kann man keine hebräischen Zeichen reinmachen in der Datei, der in seinem Tiefschlaf seine Traumschöpfung bewusst selbst aus seiner Göttlichkeit herausschöpft. Und der Herr der Schöpferkräfte heißt es in der deutschen Übersetzung, fiel in einen tiefen Schlaf. Und dann wird ihm eine Zella entnommen, das ist die Rippe, dasselbe Wort Zeller, ZL heißt zuerst einmal Schatten, die Geburt von Licht. Und die Geburt von Licht wird jetzt zu einem Augenblick, das A hinten ist ein 70, das heißt, jetzt zuerst einmal auch eine Seite, ihm wird eine Zeller, eine Rippe, eine Seite entnommen, okay, und dann heißt es, das ist deine Eva. Jetzt ist natürlich ganz interessant, dass diese Eva, da steht im Original Chaba, Chet, doppelt aufgespannt, He, eine doppelt aufgespannte Wahrnehmung. In jedem normalen Wörterbuch, wo keine biblischen Namen drin sind, heißt es aussprechen, ausdrücken. Ich spreche was nach außen, ich mache eine Vorstellung, ich drücke aus was aus mir heraus. Deutsch, Hebräisch, leichte Sprache. Und heißt auch ein Erlebnis haben, eine eigene Welt, ein eigenes Landgut. L-A-N-D, ein Landgut haben, ein Erlebnis haben. Wie war das nochmal? In einem Bein, im Meer, miteinander am Rand. Und dann wird jetzt diese Chaba, die Frau, Fragebogen, wieder zurück in den Adam geführt. War irgendeine Frage mit der kümmischen Hochzeit. Und dann wird zwischen die zwei ein Keil getrieben und sagt, jetzt kommt der Satz, ihr seid eins. Männlich und weiblich, ihr seid eins. Und das männlich und das weiblich, der Adam, ist Seger wie Nekaba. Seger ist das Denken, der Denker, das Gedenken und Nekeb, das Loch, Loch wiederum das deutsche Wort Loch, Lokbuktieren heißt es auch. Nekeb, Nekaba, ist Kof übrigens dann. En Kof, eine existierende Affinität, die polar wird außen. En Kof B schreibt sich das. Das ist das Loch. Wenn ich das deutsche Wort Loch wieder hebräisiere, ist es die Lebensfrische, die Tafel, die Fläche. Und mit den H hin heißt es in jedem Wörterbuch ein unterirdischer Gang über den Jordan gegangen. Das ist Klartext. Ich sage mal, das kann bloß der wissen, der es geschrieben hat, wenn in die Hologrammatik ist, wenn man das mit den Formeln anhängt, was du meinst, das ist ein reines Wir-Computerprogramm, absolut arithmetisch präzises, eine Schöpfung. Darum heißt es in Ich bin du, dass hier die ganzen Naturwissenschaften, die werden mythologisch und die ganzen Mythologien werden entmythologisiert, was nicht negativ ist. Sie werden arithmetisch greifbar. Das macht Tolo Feeling. Das Wissen des nächsten Jahrtausends. Habe ich im letzten Fiegenstall-Vortrag gesagt, das, was ihr jetzt hört, Vorreiter, wir sind 2015. Das heißt, wie Gott, ihr werdet jetzt Götter. Das ist ganz am Anfang, wenn wir unser Jahrtausend aussetzen, ist 2015 da. Ich sage, in 300, 400 Jahren lernt jedes Kind, das wir uns da ausdenken, in der Schule, so wie ihr das heliozentrische Weltbild gelernt habt. Das ist auch schon. Ich habe aber vorgearbeitet. Auch hier zuhören. Alles, was ich euch erzähle, hat nichts damit zu tun, dass ihr momentan an eurer Rolle was verändern wollt, dass wir die Schöpfung verändern wollen. Ich will den Führerscheinprüfungsbogen nicht verändern. Dass der so voller Fehler ist, was ist das für ein Gott, der sowas zulässt? Ich sage, das denkst dass du mal du dir mit einem Programm aus, wo du aber freigesprochen bist, weil das konntest du dir ja nicht raussuchen. Wer ist du? Hast du jetzt wieder das Gefühl gehabt, an wen denkst du jetzt? Das bist du nicht. Das bist du nicht. Unpersönlich. Das, was du denken kannst, ist immer ein Fupp. Also gut, schaut, der Gottessohn in seinen Tiefschlaf, da Dämmer, die Stellen können wir suchen, seine Traumschöpfung selbstbewusst aus seiner Göttlichkeit herausschöpft. Die Worte JHWH, und jetzt habe ich beziehungsweise, manchmal schreibe ich J, das habe ich jetzt das Klingelchen, HWH, zwei aufgespannte H, doppelt aufgespannt HWH, ist dasselbe, ist nur anders eingeteilt. Du kannst über die Farben ja schieben, symbolisieren, dass Seger, wie Nekaba, das kann ich, wie gesagt, SZ steht für die 7. 20, 200. Kor ist übrigens das Lamm.
die Weide, die Aue, okay, Göttlichkeit, ganz interessant, Gott, Licht, das ist ich, UB, die Lampe im Projektor, das Ich Bin, und Kite, wissen wir ja mittlerweile, was ist Kite? Das ist wie buchstabiert, das heißt wirklich wie buchstabiert. Jetzt habe ich das Kaff vorher, das Kaff als Vorsilbe heißt ja wie, schau. 20, das absolut Vorhandene, Präfix wie, du es dir ausdenkst, am Ende heißt es dein von dir Ausgedachtes. Und dein von dir Ausgedachtes ist Ei, ist ein Nicht, Eid, buchstabieren und gefügig machen. Das ist, was hier kommt, das steht im Langentscheid. Buchstabieren, gefügig machen, gefügig sein. Ich mache mir definitiv das Ding gefügig. Du hast mir zu dienen, ich bin der Meister. Und wie sieht es in der Wirklichkeit aus? Das ist halt das, so ist es von der Schöpfung geplant. Momentan in eurer Welt ist es, wisst ihr, was das ist? Das sind meine Nerven, wenn meine Frau mich anfasst. Sie ist jetzt hier. Und dann springt der Udo. Das ist ja das große Glück. Ich sage immer wieder als Udo, jetzt als Brösel Udo, als Fupp. Ich sage, ich komme hundertprozentig in den Himmel. Mach mir keine Gedanken, wenn du mit meiner Frau verheiratet bist, hast du die Hölle hinter dir. Das ist der lachende Buddha, der göttliche Humor. So, jetzt sind wir hier, also YHWH symbolisieren Segewene Kaba. Siehst du, hat es jetzt doppelt aufgespannt, das ist Nekep. W ist der erste Buchstabe, W ist und. Das wird immer zusammengeschrieben. Des Adam. Ad ist der Dunst. 1, 4. Und das M am Ende ist Besitzanzeigen, das Fürwort männlich, das heißt ihr Dampf, ihr Dunst. Er, der Erwachte, ist I plus die Raumzeichen, die Abtrünnigen. SD, erinnere dich, 60.9 geschrieben. Adam ist göttlicher Gedenken, göttliches Gedenken, Gedanken, Denken, wirkliches Denken heißt Danke sorgen. Wenn du verheiratet bist, sag Danke, dass du eine Frau hast. Wenn du keine Frau hast, ja! Sag Danke, dass du keine Frau hast. Okay? Ja. Er ist göttliches Gedenken minus erschaffenes Geschöpf. Schaut euch das an. Erweckte Logik von Affen werden zu augenblicklich wahrgenommenen raumzeitlichen Geschöpfen. Erschaffenes Geschöpf. Deutsch. Deutsch in Verbindung. Hier mit Hebräisch. Es ist ab. Du brauchst zum Deuten, du brauchst diese Grundsymbolik und du brauchst das Deutsch, das Deutsch, das Deutsche zum Deuten. Ich verdeutliche euch jetzt, was ich wirklich erschaffen habe. In einem Quere, JHWH ist Gott, J, und seine lebendige Gegenwart, Unglück, weil nämlich HWH für sich alleine zuerst einmal Sein heißt, in Wörterbüchern, Gegenwart und Unglück. Aber Unglück wiederum ist doch definitiv eine aufgespannte Existenz und es ist eine Welle, geil. Und das ist aufgespannt mit zwei Bündchen drüber, C steht immer für Licht, denk an C². Dein Licht, das hier über dich, wenn du das rückwärts liest, aufgespannt wird und das wird zu existieren, diese Wahrnehmung. Gut, Alhim, also El Hayom, 86 UB und Jahwe. Ab dem zweiten Vers, im ersten Vers wird Jahwe nicht erwähnt. Das ist eine ganz, ganz andere Schöpfungsgeschichte. Und dann kommt die zweite Geschöpfungsgeschichte, das ist das zweite Kapitel. Heißt es dann fast durch die ganze Tora durch immer Jahwe El Hayom. Ich das Meer und Jahwe ist der Gottessohn. Das ist der, Luther übersetzt das mit Herr. Der Herr kommt jetzt gleich, schaut einmal. Jahwe wird in der Tora oft mit Herr übersetzt, der über seine eigene Traumschöpfung, Herr, Shin, deine logische Sein, Herr, dein Wissen, der herrschende Gott. Jahwe Alim, Jahwe, der bewusste Gottessohn Adam, ein bewusster Mensch. Quere, JHWH, imperfekt gelesen heißt, er wird zu einer lebendigen Darstellung, das heißt eigentlich eine Darstellung, das heißt ja Gegenwart, Sein, aber ich habe jetzt Darstellung geschrieben, das ist ja Sein, dein Sein ist deine Gegenwart, übrigens Gag,
wie war das, Gag 3-3? Ausgedacht. Welle, Gag, ist augenblickliche Existenz, ist W-Art, eine doppelt aufgedachte Art. Wenn ich jetzt in mir die ganze Erscheinung biet, wenn ich das Haus bin, nenne ich das auch Giebel. GBL, die Konsonante Radix, heißt übrigens Gag-End unter anderem. Das Gag-Ende, die Gag-End. Die Gegend. Jetzt, wenn du dir einen Giebel denkst, das ausgedacht, jetzt stellen wir uns das einmal vor uns hin, das Dach, dann hast du ja, wir schauen das einmal so von der Seite an, dann hast du dort Ziegel. Die Geburt deines Intellekts erzeugt Wellen. Ziegel. Dieses Dach, Ziegel, die ausgedachten Geburten deiner Intellekt, die Wellen erzeugen, deutsch-hebräisch, heißt übrigens Leben. Leben. LBN heißt zum einen Ziegel, auch Backstein. Bekaf heißt in dir, ist SD1 eine raumzeitliche Erscheinung, die sich einschaltet. Merkst du, wenn du ein bisschen die Grundradixen hast, nickst du bloß noch. Danke. Das heißt, Backstein heißt Ziegel und vor allem es heißt Weiß. Weiß wiederum, das scharfe S, Weib. Jetzt kommen wir wieder zum Fra, weil nämlich die Ecke ja gebogen ist, die Ecke, die ich strecke. Merkst du, es ist Physik. Wenn man das einigermaßen die Ansätze verstanden hat, wird man neugierig. Das ist die Geschichte des Lebens. Und jetzt machen wir Pause.